So, guten Abend aus Frankfurt. Ich habe ein rotes Licht. Es leuchtet fröhlich und ich hoffe mal, dass ich schon zu hören bin. Ich habe sehr gute Laune heute. Guten Abend, der Ton ist gut. Prima, danke. Also, ich habe sehr gute Laune heute, war ich gerade im Begriff zu sagen. Die dritte Runde in Moskau war eine sehr spannende Partie. Ein Aperitif und eine kleine Vorspeise hatte ich auch schon. Und jetzt machen wir noch ein Viertelstündchen Schach, bevor es das Hauptgericht gibt. Ich weiß nicht, wie der Status bei Ihnen ist. Sollten Sie schon gegessen haben, betrachten Sie es als Dessert. Sollte das Abendessen erst noch kommen, betrachten Sie es als Amuse-Bouche von Chessbase. Los geht's. Wir hatten vor der dritten Partie ein paar Fragen offen. Die erste war: Wird Anand wieder mit D4 eröffnen? Antwort: Ja, hat er. Und die nächste Frage war: Wird Gelfand wieder Grünfeld-Indisch spielen? Und einmal mehr: Ja, hat er auch. Drittens, F3 war sicher als kleine Überraschung gedacht. Und vielleicht hat Vichy ja auch gedacht, dass es eine 50% Chance sei, dass Gelfand eventuell sogar bereit ist, Königsindisch zu spielen, da er ja schon sieht, dass sich Weiß zu Sämisch verpflichtet hat, aber weit gefehlt, er bleibt bei Grünfeldindisch. Ich mache die nächsten Züge mal relativ schnell. Soweit kennt man das alles schon, das gab es unheimlich oft. Und hier im 10. Zug hat Vichy einmal mehr das Schärfste gespielt. Und ich habe diesen Zug H2, H4. Es ist ein ganz witziger Zug. Wenn man so will, ist es ein nützlicher Abwarte-Angriffszug. Es ist für Weiß nämlich überhaupt nicht einfach, den Königsvögel zu entwickeln. Der Springer G1, der darf nicht ziehen. Also nach H3 wird er weggeputzt. Und nach E2 darf er auch nicht, weil er dem Läufer F1 die Sicht verstellt. Also für Weiß ist es elementar wichtig, dass der Läufer F1 die Drohung Springer C4 bedient. Deswegen hat er hier erstmal mit H4 einen Abwartezug gemacht. Und jetzt geht's schon los. Hier in dem Moment nach dem Tausch auf G6 musste Boris Gelfand einfach, um auf der H-Linie keine noch größeren Schwierigkeiten zu bekommen, das in sich wenig wünschenswerte F/G6 spielen. Und im Prinzip ist die schwarze Struktur jetzt wirklich nicht arg gut. Kann man nicht anders sagen. Aber was eben für Schwarz hier spricht, ist sein Entwicklungsvorsprung. Läufer D7. Das war so eine, naja, sagen wir eine halbe Neuerung. Mit Läufer D7 hat Boris Gelfand das Feld C8 für den Turm geräumt und danach will er mit Springer A4 arbeiten oder je nachdem, was Weiß macht. Die eigentlich technische Neuerung, die kam jetzt im 15. Zug. Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein wenig überraschender Zug. Er hat König B1 gespielt, lockt mich fast in die Falle. Na gut, ich tapp rein, ich erzähle diesen uralten Schmäh nochmal. Die Antwort von Gufeld auf die Frage, warum die lange Rochade lange Rochade heißt, ist nämlich ganz einfach die, sie dauert einen Zug länger. Man muss nämlich auch noch König B1 spielen. Und in dem Fall hier dauert sie sogar noch einen Zug länger. Das sehen wir im nächsten Turm C8. Ab jetzt ist diese Springer C4-Geschichte präsent, wenn auch nicht unbedingt gefährlich. Und jetzt König A1 auch noch. Also in dem Fall hat die lange Rochade sogar drei Züge gedauert. Gut, immerhin. Der König steht jetzt wirklich einigermaßen sicher. Ich gebe zu bedenken, dass er am Ende der Diagonale des königsindischen Läufers steht. So,
Und wenn ich schon beim Stichwort Königsindisch bin, dann kann man ganz einfach sagen, der Boris Gelfand ist ein gelernter Königsindisch-Spieler. Und der nächste Zug, der kam von ihm auch wirklich schnell. Der hat hier E5, E4 gespielt. Das war auch eine richtig gute Entscheidung. Wahrscheinlich hat Gelfand aufs Leben gesehen, schon einen ganzen Figurensatz geopfert, um dem Läufer G7 freiere Sicht zu verschaffen. In dem Fall hier war es mit einem Bauern getan und der war auch noch wirklich ziemlich vergiftet. Ne? Also, schauen wir erst an, was Vichy gespielt hat. Der hat Läufer D4 gemacht. Das war eine sehr gute Entscheidung. Er hat den Läufer G7 gleich mehr oder weniger neutralisiert. Aber nur um einen Blick drauf zu werfen, was passiert wäre, falls er vor lauter Gier auf E4 genommen hätte. Ne? Also dann hätte es gleich richtig gescheppert. Schwarz konnte dann auf C3 schlagen und im Falle von Dame schlägt C3 jetzt mit Doppelangriff auf die weiße Dame. Na gut, man kann sagen, brutal ins Spiel kommen. Also wir haben die Varianten nicht vertieft heute Nachmittag, ganz einfach aus dem Grund, weil gleich vermeldet wurde, dass die Rechner sich einig sind, dass das Ganze viel zu gut ist für Schwarz. Also ich mache jetzt nur ein Beispiel, wenn er hier, sagen wir, Dame E1 spielt, dann kommt wahrscheinlich zu allem Überfluss auch noch Springer A4. Und jetzt sehen wir schon mal, was die freie Sicht des Läufers G7, des königsindischen Läufers, wert ist. Also Weiß ist hier einfach fürchterlich schlecht entwickelt und Schwarz hat all seine Figuren am Angriff beteiligt. Und machen wir hier noch eine Geschichte, damit man sieht, wie wirklich gefährlich das ist. Hier ist es wahrscheinlich fast schon nebenlösig. Ich mache jetzt mal einen Zug, also gut ausschauen tut zum Beispiel Dame B6. Jetzt greift die Dame auch noch ein. Das droht matt auf B2. Zu allem Überfluss hängt der Turm auf D4 und der Turm F8, der ist eben auch noch richtig gut mit dabei. Also Weiß kommt hier einfach nicht mehr zurecht. Und insofern war der Zug Läufer D4 eine sehr gute Entscheidung von Vichy. So, weiter geht's. Bitte beachten Sie, jetzt wäre ja eigentlich in jedem Zug ist für Schwarz eine Option auf F3 zu tauschen. Und Boris Gelfand, der verkneift sich das einfach. Der hat hier mit Springer A4 weitergemacht und wahrscheinlich war Vichy heilfroh drum. Jetzt hat er einen halben Zug lang Luft und Zeit und hat die natürlich benutzt, um den endlich mal eine Figur des Königsflügels zu entwickeln. Also der Springer C3, der hat einen Hintermann bekommen. Und das macht die weiße Stellung natürlich stabiler. So, jetzt hier ist ein guter Moment. Also ich hätte hier auf den ersten Blick auch gedacht, dass es normal wäre, sagen wir, auf F3 zu tauschen. Und dann nach, meinetwegen, mit Dame A5 fortzusetzen. Die giftige Idee hinter Dame A5 ist ganz einfach die, Schwarz will mit Springer C5 und der Drohung Springer B3 arbeiten. Das könnte fürchterlich gefährlich werden. Aber jetzt sehen wir auch die Nachteile des Abtausches auf F3. Ich glaube, hier war Springer schlägt A4 die adäquate Antwort. Und nach dem Damentausch und Läufer schlägt A4 wäre plötzlich die Fortsetzung Läufer H3 ziemlich stark. Das kommt mit Tempo. Und eigentlich will der Läufer auch nach E6 rein, also das wäre sehr unangenehm. Und ich glaube, die Variante ist vielleicht genau der Grund gewesen, warum Boris Gelfand auf den Abtausch auf F3 verzichtet hat. Der Zugläufer H3, den gibt es jetzt nicht, solange der Bauer noch auf G2 steht. Spannend wird es trotzdem hier. Und zwar geht es jetzt ganz einfach richtig scharf weiter. Vichy ließ sich jetzt nicht lange bitten und hat auf E4 geschlagen. Jetzt kam es zum Damentausch
Und das ist hier ein guter Moment, um einen Moment innezuhalten. Also, viele hätten hier ja automatisch zurückgeschlagen auf D2, hielt ich ursprünglich auch für den kritischen Zug. Aber ich glaube, dann hätte Schwarz einfach auf E4 getauscht und mit Turm E8 den Bauern E4 angegriffen. Und der ist erstaunlich schwer zu verteidigen. Und das liegt daran, der Springer E2, der hat eine ganz furchtbar wichtige Aufgabe. Der muss C1 überdecken, dass da der schwarze Turm nicht eindringen kann. Also, davon hat Vichy zu Recht einmal mehr die Finger gelassen und hat stattdessen nicht automatisch zurückgeschlagen, sondern erst auf F6 die Springer getauscht. Kann er ja machen, kommt er mit Schach. Und ich glaube, das war Iwanschuk, der mal diesen Ausdruck dummen Automatismus geprägt hat. Also Schwarz muss hier nicht mit dem Läufer wieder schlagen, der kann mit dem Turm wieder schlagen und das war auch noch besser. So, jetzt nach Turm schlägt D2, Turm F5. Jetzt hat Schwarz wirklich nach wie vor Entwicklungsvorsprung, hat allerdings auch einen Bauern weniger. Und die große Frage ist, ob Weiß diesen Bauern D5, so über den ist heute Nachmittag vielleicht schlecht geredet worden, fällt mir gerade ein. Der ist gar als Einzelbauer bezeichnet worden. Also mir ist die Ge Bezeichnung gefährlicher Freibauer lieber, ob er den halten kann oder ob der verloren gehen wird. Ne? Also nach dem Tausch auf G7, jetzt ist Schwarz im Prinzip zu bereit zu Springer B6, dann wäre D5 oft angegriffen und es wird sehr schwer, den zu verteidigen. Also, der Vichy hat hier noch einen tapferen Versuch gefunden. Wir hatten überlegt, wie er denn seine Entwicklung weiter vorantreiben soll. Und erstaunlicherweise ist es so, der Springer E2, der muss aus den bekannten Gründen C1 überdecken und daher stehen bleiben. Aber er hat eine schicke Möglichkeit, wenigstens den Turm H1 ins Spiel zu bringen. Es gibt immer den Weg über die vierte Reihe. Das ist ganz oft sehr hilfreich für Weiß hier. Und mit dem Läufer F1, mit dem Unentwickelten, mit dem muss er halt trotz allem noch eine Weile leben. So, jetzt machen wir mal mit der Partie weiter. Vichy hat hier D6 gespielt und ich glaube, das war die Stellung, wo Boris Gelfand, glaube ich, am längsten nachgedacht hat, überhaupt in der ganzen Partie. Es war insofern ganz interessant. Ich glaube, alle Engines waren sich hier einig, dass Springer B6 der beste Zug ist. Und am Anfang bin ich ausgelacht worden, als ich gesagt habe, aber er könnte doch auch primitiv, kaffeehausmäßig, einfach mal matt drohen. Aber genau das hat er nach langem Nachdenken gemacht. Wahrscheinlich war es nicht die beste Fortsetzung, aber die Mattdrohung ist trotzdem real und thematisch. Also, Vichy blieb hier nichts übrig. Der musste mit Turm D1 die Grundlinie verteidigen. Und der nächste Zug, der kam für alle fürchterlich überraschend, dass der hier in aller Seelenruhe A5 spielt, ist eigentlich schon geradezu eine Unverschämtheit und es wäre auch fast ins Auge gegangen. Jetzt kommt nämlich der lang erwartete Turmzug auf die vierte Reihe. Jetzt ist der Königsturm plötzlich entwickelt und der kann vielleicht sogar rüber nach D4. Und dann ist der Bauer D6 plötzlich wirklich gründlich und ausreichend gedeckt. Also hier war es für Boris Gelfand ganz schwer. Und was er gemacht hat, war wieder einmal mehr tapfer. Der trat die Flucht nach vorne an, hat den Angriff gegen B2 gestartet. Und gut, es blieb nicht viel übrig. Vichy hat sich hier gedeckt. Und jetzt hat hier bei etwas knapper Zeit der Weltmeister hier
ganz ruhig Turm B1 gespielt. Ne? Es ist wirklich kein schlechter Zug, das wäre übertrieben. Und wenn Sie jetzt mich sagen hören, wie Vichy mit knapper Zeit, es war tatsächlich so, Boris Gelfand hat die ganze Partie über auf der Uhr Vorteile gehabt und es wäre hier sehr spannend gewesen, was passiert wäre, falls Weiß Turm D4 spielt, mit der Absicht, diesen Springer B2, naja, wenn man so will, auszuhungern und dort vertrocknen zu lassen. Also die beste Chance nach Turm D4 für Schwarz hätte in A5, A4 bestanden. Und da sieht man schon, wie nützlich dieser Zug A5 trotz allem war, obwohl er von den Engines nicht gut geheißen worden ist. Jetzt sehen wir nach Turm E4 zum Beispiel mit der durchaus gefährlichen Absicht Turm E7 spielt Schwarz plötzlich A3 und jetzt hätte er hier den klassischen Sargnagel. Jetzt droht einmal mehr Turm C1 matt. Also ich kann es gut verstehen, Vichy war knapp an der Zeit. Der hat sich dafür entschieden, nach Springer B2 Turm B2 zu spielen, Turm B1 zu spielen und den B2 sofort wieder rauszuschmeißen. Jetzt ist es so, wie man in der Politik immer sagt, neuerdings, es ist alternativlos, der Springer B2 hängt und er hat auch nur ein Feld, der muss nach D3 und jetzt kam Springer D4 und jetzt hat er sich wahrscheinlich gedacht, endlich, jetzt ist mein Läufer F1 entwickelt, der Turm C2 ist angegriffen, es sieht richtig gut aus. Und hier hat Schwarz erstaunlicherweise sogar mehrere Möglichkeiten gehabt. Das, was Boris Gelfand gespielt hat, ist keineswegs verkehrt. Der hat Turm D2 gespielt. Das ist auch der naheliegendste Zug. Zum einen hat er den angegriffenen Turm weggezogen und zum anderen seinen Springer D3 gedeckt. Ne? Es war eine durchaus überdenkenswerte Alternative, hier Springer B4 zu ziehen. Die Drohung dahinter ist nicht von schlechten Eltern. Er droht einfach, Turm schlägt A2 matt. Und nach Springer C2, Turm C2 droht gerade das Gleiche in Gelb in dem Fall. Das war wieder eine farbliche Sünde. Man hat mir beigebracht, dass ich die Mattdrohungen unbedingt rot machen muss. Also es droht nach wie vor matt. Turm B2 nützt überhaupt nichts. Und das Rückopfer auf B4 führt auch keineswegs zu großem Vorteil. Also vielleicht hätte er sogar auch so spielen können. Wir waren uns nicht ganz sicher. Entschieden hat er sich für Turm D2. Mir gefällt der Zug gut. Wahrscheinlich habe ich schon hunderte von Malen gesagt, es ist immer gut im Endspiel den Turm hinter den gegnerischen Freibauern zu stellen. Also jetzt hat Anand den gefährlichen Springer abgetauscht und mit Turm E1 einmal mehr diese starke Drohung Turm E7 aufgestellt. Das ist soweit so gut, aber Schwarz wehrt sich und zwar nicht zu knapp. Mit Turm D2 hat er jetzt die siebte oder in dem Fall die zweite besetzt und jetzt darf der weiße Turm die Grundlinie einfach nicht mehr so einfach verlassen, weil Schwarz, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Partie, immer diese Mattdrohung auf C1. Also König B1 überdeckt das Feld C1, war insofern eine gute Vorsichtsmaßnahme. Und jetzt erzwingt Boris Gelfand den Übergang in ein Doppelturm ins Spiel, bei dem er sogar einen Bauern weniger hat. Aber was er eben auch hat, er hat einen unglaublich aktiven Turm auf D2 und der kriegt auch noch einen zu Hilfe eilenden Kollegen. Also es zeichnet sich hier schon ab, dass es unter Umständen im Dauerschach enden wird. Turm E7 Schach, König G6, das war wichtig. König F6 wäre viel schlechter gewesen. Und jetzt haben wir hier der Bauer D6. Der weiße Mehrbauer, der wird jetzt von Vichy Anand benutzt,
um die C-Linie zu verstopfen. Das ist alles prima und löblich, aber es nutzt halt nichts, weil der Boris Gelfand eine zweite offene Linie zur Verfügung hat. Jetzt droht im Prinzip das Gleiche wieder auf der E-Linie. Also es war hier wenig zu machen mit Turm H1. Ich glaube, darüber ist auch geschimpft worden. Das war wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit, aber in Zeitnot einmal mehr viel Verständnis. Er will die Grundlinie decken und jetzt ist es passiert. Jetzt hat Schwarz eben beide Türme auf der zweiten. Das genießt nicht erst seit Aaron Nimzowitschs Buch Mein System einen guten Ruf. Das ist einfach eigentlich immer gut. Und nach D7 endet die Partie schlicht und ergreifend im Dauerschach. Also König C1, jetzt gibt es zwar keinen Dauerschach, aber jetzt kam Turm schlägt A2, was natürlich ausnahmsweise nicht auf C1, sondern diesmal auf A1 matt droht. Und Weiß bleibt hier eigentlich nichts anderes übrig, als mit dem König wieder zurückzugehen. Die beiden Herren haben sich hier auf Remis geeinigt. Damit können beide leben. Morgen wird die vierte Runde sein. Es steht 1,5:1,5. Boris Gelfand schlägt sich bisher hervorragend. Der hat nach 3 Partien 50%. 2 Schwarzpartien hat er schon hinter sich. Und ich denke mal, es wird morgen wieder spannend. 13 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit geht's los. Ich werde ab 13.30 Uhr wieder für Sie da sein und live kommentieren. Für heute Abend verabschiede ich mich. Ich wünsche guten Appetit. Ich bin raus. Servus.